Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark Schwierigkeitsgrad Interlooper mit Redlet, der wieder mal richtig Kacke gebaut hat. Verdammt. Raus mit dem Stock. Und der jetzt sozusagen wie so ein scheißerter Hund im Kreis läuft. Schläfrig. Ich hau den so ein bisschen mit Absicht rein, den Stock. Und der jetzt auch noch gegen Wind läuft. Aber es ist eigentlich egal, ob ich jetzt einen Tag mehr oder weniger, ja. Das ist eigentlich völlig für ein Popo. Vielleicht ist es sogar ganz gut so. Ich meinte, Long Dark ist auch ein Spiel, wo man sich so ganz langsam mit der Natur nach vorn schraubt. Also man muss ja auch mit der Natur auch sich so ein bisschen bewegen. Zwangsläufig. Was ich jetzt gerade nicht mache. Ich bewege mich gegen die Natur, indem ich nämlich volle Kanne gegen den Wind laufe. Also Wind, volle Kanne in die Fresse rein. Das macht man gar nicht. Man läuft halt mit dem Wind, dass man den Wind im Rücken hat. Und so lange müsste man eigentlich warten. Von daher ist das Spiel nur bedingt LP geeignet. Ist so, ist wirklich so. Es sei denn, man findet Zuschauer, die genau diese Art mögen. Also diesen Kampf und dieses Mitschwingen, die sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für ungeduldige Leute ist das gar nichts. Also die jeden Tag irgendwie gewinnen müssen, da ist das überhaupt nichts. Der Wind weht schon in die richtige Richtung, muss ich mal so sagen. Also jetzt, wenn wir jetzt weitergehen würden, was wir wahrscheinlich auch machen, mit Fackelstock in der Hand gehen wir ins Bett. So, weg mit dir, gehst mir auf den Sack oder gehst mir eh auf den Sack. Ich höre was. Und ich höre wirklich was stiefeln. Oh Gott. Und das hier ist ja immer so ein bisschen so ein Ding, wo ich sage, oh, ach, da. Ich glaube, hier kommen wir hoch. Ich weiß es nicht mehr, hab schon wieder vergessen. Ja, hier kommen wir hoch. Ich möchte nämlich ganz gerne ins Bergwerk, wenn es geht, heute noch. Wenn du nichts Besseres vorhast, Kamerad, dann heute noch. Ich hoffe, dass hier nichts Böses runterkommt. Hey, da brauchst du schon zwei Folgen alleine, um ins Bergwerk zu kommen. Na egal, wir lassen uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen. 6 Stunden Tageslicht über, wir sind warm, wir sind schläfrig, wir sind gesättigt, so einigermaßen. Ich habe noch ein bisschen Fisch dabei, nicht viel, aber immerhin, das reicht aber. Und vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen wir noch einen kleinen Zacken von dem, was ich eigentlich vorhatte. Dann können wir oben bei diesem blauen Wohncontainer nochmal gucken. Wir hatten ja so einen blauen Wohncontainer vom Bergwerk runter so ein bisschen auf der linken Seite. Also vom Bergwerk aus gesehen auf der linken Seite. Ne, auf der rechten Seite, von hier aus gesehen links. Und dort hatten wir ja auch noch so ein paar Sachen. Ich glaube Lampenöl im Kanister. Mindestens ein Neset. Metall. Ich glaube, dort hatten wir Metall gelagert. Guck mal, Stöckchen. Das sollten wir eigentlich schon mitnehmen. Stöckchen. Man sollte sie wirklich mitnehmen. Das ist, wie sagt man, Goldstaub, der auf der Straße liegt, diese Stöckchen. Definitiv. So, hier geht's irgendwie runter. Das schaffen wir auch. Aber ich bin immer noch ein bisschen irritiert hier mit meinen Frames, dass die jetzt statisch so, der synchronisiert die, der macht so eine Art Synchronisation. Und das wundert mich, weil er dürfte das überhaupt nicht machen. Aber ich nehme mal an, dass DxTory eigenständig wieder einen Haken gesetzt hat. Irgendwo. Was er spontan mal macht, wenn er abstürzt. Da macht er das knallhart. Ich finde jetzt zum Beispiel diesen Weg, den wir jetzt gehen,
ins Bergwerk. Der ist zwar weit, hat aber zwei Vorteile. Zum einen kann man da Kohle holen, man kann sich aufwärmen. Das ist das eine. Das mit der Kohle ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Mich würde mal interessieren, ob man hier durchkommt, wenn man geduckt geht. Man kommt sogar durch, wenn man nicht geduckt geht. Mal sehen, ob wir da noch weiterkommen. Nee. Das hätte ich mir jetzt gewünscht. Das wäre nämlich ein Projekt gewesen. Es geht aber nicht. Hätte aber sein können. Hier geht's. Es geht doch. Man kann doch ein kleines bisschen abkürzen. Nicht viel, aber es funktioniert. Seht ihr das? Wow. Okay, Stöcke sollte ich jetzt nicht weiter nach oben schleppen. Also ein bisschen was an Zeit kann man hier gut machen. Und ich denke auch nicht, dass wir die Stöckchen alle hier brauchen werden. Deswegen werde ich sie hier ablegen. Hier jetzt auf diesen Haufen. Jetzt flennt doch nicht schon wieder. Ach, das ist doch ein Oller. Oh, das ist echt so ein Oller Jammerlappen. Ist doch gar nichts. Es sind minus 5 Grad. Sag mal, spinnst du? Du spinnst total, du Vogel. Ich bin fast geneigt, einfach weiterzugehen, um das auszunutzen mit dem Wetter, ne? Wir müssen aber mal hier gucken. Ja, Kohle hast du nicht gesehen, Metall hast du nicht gesehen. Metall, Metall, Angelhaken, nee. Weiß nicht. Ja. Was ist jetzt? 10 Frames. Nur beim Tür aufmachen, 10 Frames. Also ich hoffe mal, dass das einfach gut geht für. Also er zeichnet mit 50 auf und zeigt mir halt statisch 50 an, so als ob man die V-Sync an hätte. Die ist aber aus, ich weiß es. Und wir haben es auch hier in-game gesehen, dass sie aus ist. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass er sie eigenmächtig irgendwo in den Einstellungen von DxStory, es gibt da nämlich so einen Haken, gesetzt hat. Also nochmal, ich finde das hier oben mit dem Bergwerk, was ich gesagt hatte, zum einen mit der Kohle, das ist ein wichtiger Faktor, um das Bergwerk einfach mitzunehmen. Und zum anderen gibt es dort eine Werkbank. So. Jetzt haben wir leider, was weiß ich, nur noch 3 Stunden oder so. Das macht aber nichts. Diese 3 Stunden nutzen wir knallhart aus, dann pennen wir, dann arbeiten wir den ganzen Tag und machen uns auf den Weg zur Fischerhütte. Dort werden wir unseren Lagerkollerausch ausschlafen. Dann gehen wir wieder ins Bergwerk und arbeiten weiter an dem Bärenfellschlafsack. Das ist so der Plan dieser ganzen Geschichte, die ich hier vorhatte. Kohle, Stöcke. 18. Hier ablegen, das brauchen wir so gar nicht. Ich hoffe mal, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe. Und kohletechnisch hier lassen. Hier haben wir nochmal Wasser zurückgelassen, was ich sehr gut finde. Diesen Schößling haben wir zurückgelassen, was ich auch sehr gut finde. Wir können hier nochmal gucken. Da haben wir auch noch einen, den ich jetzt bewusst mitgeschleppt habe. Das Buch habe ich mitgeschleppt. Ach, ich weiß nicht. Ich habe wieder den ganzen Hausstand dabei. Das war auch früher so, wenn ich bin am Wochenende, habe ich meistens Freunde besucht. Das war so mein. Oder ich habe das sehr gemocht, so am Wochenende rumzufahren, einfach was zusammenzupacken, Klamotten zusammenzupacken, ins Auto zu packen. Und dann bin ich sozusagen durch Deutschland gefahren und habe auch entfernte Freunde einfach besucht. Und wir haben halt gefeiert und sowas. Ach so. Hatte immer meinen Schlafsack dabei, ja, ich hatte immer meinen Schlafsack dabei, weil man wusste ja nie, ob nicht irgendwie ein Bett besetzt ist. Es ist nicht so, dass dich ein Pärchen unbedingt dazwischen liegen lässt. Nicht unbedingt so, ne? Das kommt schon vor, aber nicht unbedingt. Die Regel ist es jedenfalls nicht. Also hatte ich immer meinen Schlafsack dabei.
Naja, und jedenfalls hatte ich so eine große rote Reisetasche. Das ist alles noch Kohle, die sollten wir zumindest aufnehmen, dass sie in Ruhe riesbaren kann. Nachwächst sozusagen. So, und da wir hier wieder vorbeikommen, lege ich die auch hier ab. Nein, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich mit der Kohle schon wieder total abgelenkt bin. Naja, und diese rote Reisetasche, die war bei mir so vollgepackt, dass selbst die Frauen sich gewundert haben, was ich da alles mitschleppe. Also etliche Hosen, 3-4 Hosen und Hemden und Pullis und etliche Socken. Also du hättest damit 14 Tage verreisen können, mit dieser Reisetasche. Aber Redlet hat das alles fürs Wochenende beigehabt. So sieht's aus. So, das mit der Kohle ist eine ganz wichtige Sache, die immer einzusacken. Das da unten könnten wir auch noch machen. So, jetzt kommt es drauf an. Da, Werkbank. Hast du nicht gesehen? Nein. Im Augenblick. Hier. Ach, du dickes Ei. Gott sei Dank habe ich Stoff mit. 5-mal Stoff. Ich klopfe mir auf die Schulter. 3-mal, dass ich immer so viel Stoff mit mir rumschleppe. Und 6-mal Daumen. Und den haben wir gerade so dabei. Ich habe geschätzt, dass wir das brauchen. Das heißt jetzt hier 3 Stunden an diesem Ding rumgurken. So, jetzt haben wir weniger als 1 Stunde. Macht er auch 0,5? Macht er. Dann machen wir das. Weniger als 1 Stunde. Ob er noch eine halbe schafft? Nee. Weil wenn es weniger als 1 ist und ich mache eine halbe, dann kann es nicht gut gehen. Also ist das hier pure Zeitverschwendung, wenn ich jetzt hier weiter dran arbeiten würde. Deswegen lassen wir das. Wir werden uns hier aufs Ohr legen. Wir könnten aber noch was essen, trinken, fröhlich sein. Hier diesen Fisch. Dann ist der weg. Wir trinken was. So. Dann müssen wir halt mal ein bisschen im Dunkeln auskommen. Ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Reparieren können wir jetzt dummerweise nicht viel. Wegen dem Stoff. Ja. Das legen wir mal hier ab. Ich werde meinen Kamerad... Oh, wir sind gar nicht so müde, ne? Na, pass mal auf, wir sind gleich müde. Wir machen das jetzt so, dass wir hier diesen... Na, wo ist er denn jetzt? Diesen Kram hier ablegen, weil es einfach schwer ist. So, und der Bärenfell-Schlafsack müsste doch jetzt hier auftauchen irgendwo. Wo ist denn der? Nee, der hat ihn noch nicht wirklich... Doch, hier. 0,0. Wieso schleppe ich ihn? Hast du Töne, wirklich wahr? Nein, du sollst die Laterne anmachen und nicht an dem Bärenschlafsack rumfummeln. Ich muss jetzt den Wackelheinz ein bisschen müde machen. Also scheuche ich ihn knallhart hier durchs Bergwerk zum Kohle sammeln. Too heavy. Hehe. Funktioniert doch immer wieder. So. Einmal hier rumgescheucht. Aber nur hier unten. Da. Das ist eine sehr gute Lösung so. Ich meine, die Tankstelle, natürlich kann man auch in der Tankstelle was herstellen. Das ist kein Problem. Überhaupt nicht, ne? Dann nehmen wir hier die Kiste noch auseinander. Ja, wenn ich sie denn finde. Hier sie. Kiste auseinandernehmen, natürlich mit der Hand. Aber bei der Tankstelle ist es auch so, dass man jedes Mal die Wölfe aus dem Weg räumen muss, um dort eine Ruhe zu haben. Man kann ja nicht ständig in der Tür... Man kann ja nicht ständig drin sein. Man muss ja irgendwann mal raus und seinen Lagerkoller kurieren. Und dann hat man das Problem, dass man jedes Mal auf die Wölfe Acht geben muss. Da. Und da ich dazu null Lust habe, aber wirklich null. Kiste. Okay, mit dem Essen schaut es jetzt nicht so hittig aus. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Wo sind wir denn hier? Ich weiß gar nicht, wo wir liegen. Da. Ah.
Ja, ich finde also die Sache mit dem Bergwerk, da kann man dann einfach den Berg runtergehen, geht auf den See, macht sich dort ein Feuer, haut die Kohle ins Feuer, fischt ein bisschen. Wir haben ja das Brecheisen, ich habe es ja mitgeschleppt, ich Genie. Wir schlafen jetzt 8 Stunden. Schlafen. Und dann geht man wieder ins Bergwerk oder was auch immer. Man kann ja auch das aufteilen, dass man so halb und halb macht. So 100%, 86 Tage überlebt. Wir sind natürlich hungrig. Wir hätten noch ein bisschen Zeit, ne? Dann schlaf, dass wir richtig schön ausgeruht sind. Hier, Tageslicht. Aufheben. Dann hier nochmal die Laterne angemacht. Laterne angemacht. Dann können wir auch so ein bisschen Lampenöl wieder dort generieren in diesen. Ja, wo sind wir denn hier? Oh Gott, wo hast du denn das Zeug hingelegt, du Fatzke? Brecheisen. Ich nehme alles auf. Auch den Birkenschößling, das da. Aber das Metall würde ich gerne hier lassen. Erstmal. Wir kommen ja wieder hierher. Und das eigentlich auch. Weil das machen wir dann vermutlich, wenn noch Zeit übrig ist. Na, und wir haben kein Leiden, das ist sehr gut. Essen und Trinken. Müssen wir mal gucken, wie wir hinkommen. Wir können zum Beispiel den Fisch essen. 638, ich esse den auch. So, der Fisch ist weg. Und dann würde ich sagen, ihr wisst ja, wie das ist. Höchstens 7 Stunden, dann ist er nämlich ausgetrocknet, der Heinz. Und man muss das ja nicht auf die Spitze treiben, finde ich jetzt. So, was fehlt uns denn jetzt hier noch? Nein, Werkbank, Werkbank, Werkbank. 20 Stunden, 8, 9, also 21 Stunden sowas. Okay. Okay, damit kann man eigentlich leben. Mit dem Lagerkoller sieht es jetzt noch gut aus. Wir hätten noch ein bisschen Tageslicht über, sind aber schon relativ ausgehungert. Das heißt, ich werde hier mindestens so einen Rohkolben essen und werde die Zeit ein bisschen ausnutzen diesmal. Ich habe dummerweise nicht ans Essen gedacht und das rächt sich jetzt so ein bisschen bitter. Aber wir schaffen noch mal 3 Stündchen, schaffen wir. So, 17,98, das ist doch schon mal ein Projekt. Weiter treibe ich es jetzt erstmal nicht. Weil wir mit dem Essen trinken nicht gut geplant haben, ne? Da kommen wir einfach nochmal wieder. Deswegen würde ich sagen, wir lassen jetzt den Bärenfellschlafsack hier. Und legen hier diesen ganzen Quark, den wir hier rumschleppen. Also das alles. Auch hübsch hier ab, weil das macht überhaupt keinen Sinn, das rumzutragen. 68%. 53%, also die Socken sind schon wieder mal fällig. So, ich werde mich jetzt trotzdem auf den Weg machen. 7 Stunden, 10 Stunden. Wie ausgelaugt sind wir denn eigentlich? Gar nicht so sehr, ne? Wir gehen trotzdem mal los. Das lassen wir alles zurück. Und holztechnisch habe ich ja jede Menge dabei, ja. So können wir das auch mit dem Gewicht so ein bisschen skalieren. Auch wenn der Weg, wie gesagt, ins Bergwerk weit ist, aber wir können das mit dem, wir können immer einen Teil der Kohle mitnehmen. Wir müssen nicht alles mitschleppen. Wir haben so noch ein bisschen Holz aufnehmen können. Wir können Stöckchen so sammeln. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen.
Ich werde das jetzt auch wieder so drehen, dass wir nicht über 40 Kilo kommen. Und vielleicht nehme ich die ein oder andere Kiste gleich noch hier mit vom Altholz. So, habe ich dich. Draußen scheint irgendein Megasturm zu toben. So hungry. Den Typ werfe ich vielleicht noch in Rohrkolben runter, ich weiß nicht. Aber eigentlich bräuchten wir gar nichts essen. Wenn wir die Nacht durchangeln, haben wir was zu essen? Und den Zustand, den wir bis dahin irgendwie verlieren, ist eigentlich völlig Wurst. Hier haben wir auch noch zweimal Kohle, dreimal sogar, ne? Ja, da draußen tobt ein Sturm, ein total bekloppter Sturm, der schon den ganzen Tag irgendwie tobt. Aber es ist mir sowas von, weil ich habe hier sogar noch ein bisschen Wasser über. Und wir gucken mal, 38 Kilo, 33 mal Kohle? 33 mal Kohle. Ein Scherz, oder? So. Was haben wir denn an Stöckchen? 15. Das ist ein bisschen zu wenig. So, Leute. Wir machen jetzt hier ein Nickerchen. Das ist auch für mich so ein Triggerpunkt, wo wir aussteigen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es... ich schlafe mein Stündchen. Beiß aber mal hier an den Rohkolben ab. Einfach aus Sicherheitsgründen. Dafür sind die nämlich gedacht. Dann geht es zur Fischerhütte. Fischerhütte schlafen. Auch den Lagerkoller so ein bisschen auskurieren. Dann reisen wir wieder nach oben. Ins Bergwerk und arbeiten weiter an diesem Bärenfellschlafsack. Bis dahin wünsche ich euch alles Geschmeidige. Wir haben ja schon Dunkelheit. Okay, bis dann. Tschüss.